Besser zum Einschlagen sehe ich hier jetzt gerade keine, allerdings Kultisten. Ja, und ich glaube, Wendala wird so schnell keine Fallprobleme haben. Vielleicht ist eher Dietrich Probleme. Geld und Wundpulver ist gut. Und irgendwie ist diese Falle hier unsichtbar geworden. Also nicht mehr rot hervorgehoben. Noch ein Wachraum. Noch mehr Kultisten. Oh, hier sind fünf drin. Oh, sie haben Vorgrim umgehauen. Also dumm gehauen, nicht ohnmächtig gehauen. Und ich habe langsam keinen Platz mehr. Holz fast zerschlagen. Oh, eine Haarnadel. Und ja. Verbände. Ah. Na, ich werde die kaum knacken können. Nee. Ah, die Heilsalbe. Kommt zu ihr. Spiele. Alles klar. So, die eine Truhe hatte keine Falle. Oh, noch ein Holzfass. So, was haben wir hier drin? Mal Wundpulver. Ich komme nicht zum Holzfass hinter. So, jetzt komme ich zum Holzfass hinter. Ich versuche mein Bestes. Gut, ein paar Krähenfüße. Mit Fallen hätten wir übrigens die umlaufende Wache hier auch ausschalten können. War jetzt aber nicht nötig. Hey, noch ein Bärsaft. Gut, das heißt jetzt erstmal nach oben. Erstmal kümmern wir uns um die Armee von Priestern. Oh, der Drachenkultist hier ist alleine und hier sind nur noch zwei. Sprich, Freund. Das bin ich. So, ist hier sonst noch was? Nein. Da ist keine Falle dran, also können wir das Schloss einfach mal knacken. Mach ich.
Nein! Ich versuche mein Bestes. Ein Healer und ein rostiger Nagel. Na gut, wer den Healer nicht ehrt, ist der Dukate nicht wert. Tagebuch. Okay, jetzt sind wir natürlich wieder voll. Sprich, Freund. Ich versuche mein Bestes. Befreie den Magier aus der Schatzkammer. Die Tür lässt sich wohl wirklich nur mit Humberts Schlüssel öffnen. Das hat der Magier sicher, dass... Das hat dem Magier sicher das Leben gerettet, aber jetzt wird es Zeit, ihn da rauszuholen. Wieder Pfeile und Kurzbogen, das sind echt tolle Truhen hier. Ah, Holzfass, Holzfass, erst die Holzfässer. Bolzen. Mein Ding. Mach ich. Und was haben wir hier drin? Na klar. Also die Truhen hier sind es ja fast schon nicht wert. Mein Atem geht ruhig. So, jetzt holen wir den Magier aus seiner Zelle. Und dann sind wir eigentlich in den Blutbergen fertig. Damit haben wir das dritte Gebiet außerhalb Ferdox abgeschlossen. Hätten hier das Holz fast übersehen. Ist noch eins. Stimmt, ich hätte Schleifsteine gegen ihn benutzen können. Da seid ihr ja wieder. Schnell, lass mich hier raus. Ich habe den Schlüssel. Fantastische Neuigkeiten. Bitte lass mich hier raus. Also gut, ich lasse euch raus. Na endlich. Ich dachte schon, ich müsste hier drin verhungern. Dieses ganze abgestandene Zeug hier kann ja niemand essen. Ich bin euch wohl zu Dank verpflichtet. Nee, die Stimme passt irgendwie nicht zu dem Typen. Was habt ihr nun vor? Nun, dieser Versuch, meine Studien durch das Sammeln praktischer Erfahrung zu ergänzen, war wohl nur bedingt erfolgreich. Es sieht aus, als wäre es für mich besser in Zukunft nur noch in Begleitung reisen. Wenn ich nur noch in Begleitung reisen würde. Es scheint mir, als würdet ihr viel herumkommen und versteht, mit Gefahr fertig zu werden. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ich mich euch anschließen würde. Unter der Voraussetzung, dass ihr mich haben wollt. Ich bin ausgebildeter Kampfmagier und könnte euch sicher von Nutzen sein. Ihr könnt euch mir gerne anschließen, aber nicht jetzt im Augenblick. Reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus am Piersplatz auf mich. Nach Ferdok? In Ordnung, ich werde sofort aufbrechen. Wir sehen uns dann dort.
Ja, Jost. Ich habe Jost irgendwie nie in meiner Gruppe aktiv gehabt. Er ist halt als Kampfmagier sehr recht praktisch. Ist hier noch was? Ah, noch ein Holzfass. Den Schlüssel bin ich jetzt los, aber den Räuberschlüssel? Ja, das war die Truhe dort. Oh, die Truhe auch. Okay. Heiliges Blischle. Habe ich schon? Nee, aber du kannst es trotzdem nehmen. Das bin ich. Und ein magischer Ring. So, der Gefangene. Jost war sehr dankbar, dass ich ihn da rausgeholt habe. Er möchte sich mir bei meinem Abenteuer anschließen. Ja. Identifizieren. Fixring. Fingerfertigkeit plus 1. Nicht schlecht. Ja. Gebe ich allerdings ihr. Weil... ich glaube, Pflanzenkunde und so, ja, hat auch Fingerfertigkeitswurf. Also Klugheit, Intuition und Fingerfertigkeit. So, und ich glaube, damit wären wir jetzt hier fertig. Und das heißt, wir können diese Gemäuer verlassen. Nach Fertig zurückkehren. Und ja, da Jost Kampfmagier ist, eigentlich sollte er die besten Zauber auch lernen können, weil es gibt ja wirklich Zauber, die nur bei bestimmten Klassen, also Vollmagiern eigentlich, gelernt werden können. Wobei es auch bestimmte Zauber gibt, die nur von Elfen gelernt werden können. Also zum Beispiel gerade... Sanja. Ja, Art des Zaubers Elfisch. Also Sanftmut und hilfreiche Tatze können zum Beispiel nur von Elfen gelernt werden. Während so Zauber wie... oh, den habe ich noch gar nicht hier reingezogen und auch noch gar nicht verbessert. Kälteschock. Art des Zaubers menschlich. Art des Zaubers allgemein. Art des Zaubers allgemein, also ja. Es gibt halt Zauber, die nur von Vollmagiern gelernt werden können. Hier müsste ich dann fertig sein. So, passend ist er für den Flammen ausgelaufen. So, und ach ja, defensiver Kampfstil kann mal wieder deaktiviert werden.